Dresden, der 6. April 2015. Pegida marschiert am Ostermontag. Pegida, das heißt Patrioten gegen die Islamisierung des Abendlandes. Über 7000 Menschen kommen aus ganz Deutschland. Ihr alle seid Teil von etwas Großem. Und ich bin stolz auf jeden einzelnen von euch, der sich nicht mehr von den Medien und den Politikern einlullen lässt. Und der Gesicht zeigt auf der Straße für die Zukunft unseres Landes, unseres Kontinents, ja sogar unserer Welt. Lügenpresse! Ein Wutbürgertum gegen die da oben und irgendwie auch gegen die da unten. Einwanderer, Muslime und alles, was fremd scheint. Wer Deutschland nicht mag, soll Deutschland verlassen! Wer Deutschland nicht mag, soll Deutschland verlassen! Bürger gehen auf die Straße und Bestsellerautoren fungieren als Sprachrohr gegen Einwanderer und Muslime. Die Gefahr ist einfach, dass diese Leute allein durch die Demografie in der Überzahl sein werden und uns mit ihrer Religion ersticken werden. Die Mobilisierung des Ressentiments führt zu Gewalt, unweigerlich, früher oder später. Pegida. Eine Bewegung hält Deutschland in Atem. Ein halbes Jahr haben wir bei Pegida recherchiert, Interviews mit den Ideengebern der Bewegung geführt. Was ist die Triebfeder der Menschen, die sich hier engagieren? Woher nimmt die neue Bewegung ihre Kraft? Dresden. Viele von denen, die auf die Straße gehen, sind gut ausgebildet, berufstätig, mittleren Alters. Es sind Wutbürger, keine Nazis. Ich habe demonstrativ an meine Praxistür geschrieben, ich fahre Montag zur Pegida und deswegen muss ich erst schließen. Und da wird mir immer wieder an den Kopf geworfen, was Sie, Frau Doktor, Sie sind Nazi? Und dann sage ich, nein, ich bin kein Nazi, ich bin Patriot. Ich kämpfe für mein Land, für meine Rechte. Ich habe nichts gegen Ausländer, um Gottes Willen. Aber ich möchte einfach nur, dass erst das eigene Volk gehört wird und dann der Rest. Der Bautzener Projektleiter Engelbert Merz ist ein bekennender Konservativer, der mit der CDU abgeschlossen hat. Er ist unzufrieden mit den etablierten Parteien und ist so zu Pegida gekommen. Ich kann nie wieder die CDU unterstützen, weil sie sich ganz nach links weggedriftet. Der demokratische Bürger, so wie ich und meine Freunde, wir stehen in der Mitte der Gesellschaft. Rechts die AfD, die irgendwie mit sich selber beschäftigt sind. Die FDP, vergessen Sie es, weil ich muss keine Menschen unterstützen, die nichts können. Und alles andere steht links ganz dicht gedrängt beieinander und will mir erzählen, dass wir, der normale Bürger, das zu tun haben, was sie wollen. Wir treffen den Gründer von Pegida, Lutz Bachmann. Es ist sein erstes Interview mit der sogenannten Lügenpresse. 2014 macht er seinem Frust über die Politik auf einer Facebook-Seite Luft. Der Start von Pegida. Bis heute hat seine Bewegung hier knapp 160.000 Likes. Der Zuspruch war einfach so groß und wir haben gesagt, es braucht jetzt wirklich etwas, dass in Deutschland etwas passiert, um diesem Einhalt zu gebieten. Und da müssen wir uns jetzt auf der Straße zusammenfinden. Und dann ist die Idee gewachsen, gewachsen, gewachsen. Pegida, das heißt für Bachmann Basisprotest und wieder Hass auf die etablierten Parteien und auf das System. Auf Bundesebene gibt es keine direkte Demokratie. Gibt es nur das Altparteiensystem, wo man sich ablutschen lassen muss. Deswegen sind die Leute so unzufrieden, weil es genau wieder dasselbe Spiel ist, dass die Leute, die oben die Gesetze entschließen und denken, sie müssen irgendwelche irrwitzigen Sachen vertreten, überhaupt keinen Kontakt mehr zur Basis haben. Und das ist die Lücke, wo Pegida reingestoßen ist. Was begünstigte den Aufstieg von Pegida? Wer eine Antwort auf diese Frage sucht, muss in die sozialen Medien im Internet eintauchen. Hier werden Ängste mobilisiert und wir stoßen immer wieder auf ein zentrales Feindbild, den radikalen Islam, ein Gegenentwurf zu westlichen Werten. Ihr wisst, das Christentum ist kaputt, geht den Bach hinunter. Rückblick.
Solingen im Mai 2012. Islamische Fundamentalisten provozieren die Bevölkerung und attackieren die Polizei. In Bonn scheitert im selben Jahr ein Attentat auf den Bahnhof. Der islamische Terrorismus ist in Deutschland angekommen. Und seit 2014 gehen immer neue Schreckensbilder der Terrororganisation Islamischer Staat durch die Medien. Ein diffuses Gefühl der Bedrohung entsteht. Für rechte Hooligan-Gruppen und rechtsextreme Subkulturen sind islamische Gewaltakte eine Bestätigung in ihrem Hass gegen Ausländer. Im Internet ist seit 2012 eine regelrechte Mobilisierung rechter und gewaltbereiter Kreise gegen den Islam spürbar. Und hier wird zu öffentlichkeitswirksamen Großdemonstrationen gegen Islamisten aufgerufen. Es bilden sich neue Koalitionen. Eine Sammlungsbewegung zu gründen. Dieser Traum von rechts existiert schon lange. Und es gibt Koalitionen offenbar zwischen dem, was vorher unvereinbar war, rechten Hooligan-Gruppen zum Beispiel, mit Rechtsextremisten, die zusammenmarschieren. Das hat es so vorher wenig gegeben oder nur mal ganz kurz gegeben für einen Moment. Das ist offenbar aufgebrochen. Und es gibt neue Fraktionierungen. Wenn man nach den Gründen fragt, das hat vermutlich auch zu tun mit den neuen Formen der Kommunikation. Oktober 2014. Hooligans, gewaltbereite Fußballfans, marschieren und agitieren unter der Losung Hogesa, Hooligans gegen Salafisten. Über soziale Netzwerke mobilisierten sie zu einer Machtdemonstration gegen den Islamismus. 4000 sind gekommen. Darunter zahlreiche bekennende Sympathisanten der rechten Szene. Anmelder ist Dominik Röseler, Hooligan bei Mönchengladbach und Vorstandsmitglied der rechtspopulistischen Pro-NRW-Bewegung. Schon in Köln gibt es klare Feindbilder. Der Islam, aber auch Journalisten. Eine Kombination, die uns später auch bei Pegida begegnen wird. Und Feind ist auch die Polizei. Nur wenige Wochen später demonstrieren Hooligans erneut. Diesmal in Hannover. Auf einem YouTube-Clip entdecken wir unter den Hogesa-Rednern Vertreter aus dem bürgerlichen Lager, wie Heidi Mund. Ich bin stolz auf deutsche Männer, die endlich einen Arsch in der Hose haben. Wir stoßen auf Michael Stürzenberger, der ehemalige Pressesprecher der CSU München, auf einem Treffen gewaltbereiter Hooligans, bewaffnet mit einem Koran. Er wird auch bei Pegida eine wichtige Rolle spielen. Von der gewaltbereiten Hogesa-Bewegung zu Pegida? Es gibt Verbindungen, besonders bei den regionalen Ablegern. Der Pegida-Gründer spielt das herunter. Das ist eine völlig andere Qualität von Demonstrationen. Sicherlich werden wir irgendwelche Schnittmengen haben. Wir haben Schnittmengen mit den Grünen, wir haben Schnittmengen mit CDU, mit CSU, mit AfD. Wir haben mit allen Schnittmengen, natürlich auch mit Hogesa. Also wir haben mit allen Schnittmengen. Und wir geben eine Plattform. Und grundsätzlich ist das der Beweis, dass es eine Vielfalt bei uns gibt, ist der Beweis dafür, dass grundsätzlich was nicht stimmt in unserem Land. Grundsätzlich. Schnittmengen mit gewaltbereiten Hooligans. Der Westerwald im Herzen Deutschlands. Wir treffen den früheren FAZ-Journalisten Udo Ulfkotte, einen Bestseller-Autor. Seit seiner öffentlichen Kritik am Islam erhält er Morddrohungen, lebt an einem versteckten Wohnort. Auch ihm stellen wir die Frage nach der neuen Allianz aus Hooligans und bürgerlicher Islamkritik. Was verbindet mich mit Hooligans? Mich verbindet mit denen nicht mehr oder weniger, als dass ich Auswüchse, demokratiefeindliche Auswüchse, gerne mit allen Mitteln bekämpft sehen möchte. Wenn ich sage mit allen Mitteln, dann heißt es bei gewaltbereiten Gruppen wie Salafisten, die, wenn sie mit Gewalt diese Gesellschaft zerbomben möchten oder Veränderungen herbeiführen möchten, dann möchte ich dort auch nicht nur mit Wattebäuschen werfen und sagen, hu, hu, hu.
Kein Schulterschluss, aber auch keinerlei Abgrenzung von gewaltbereiten Hooligans. Ulf Kotte trat bereits als Berater der AfD auf. Bei Pegida wird er zu den wichtigsten Stichwortgebern. Er gibt der Bewegung einen seriösen Anstrich. Ich möchte Bewegungen, die aus der Bevölkerung herauskommen und die mir selbst auch etwas sagen, mit denen ich übereinstimme, einfach unterstützen. Ich möchte da einfach ein Zeichen setzen, weil auch ich einer dieser Unzufriedenen bin, weil ich auch einer dieser Wutbürger bin und möchte mich dort solidarisch erklären. Der Wutbürger Ulf Kotte macht Stimmung gegen Muslime und Zuwanderer und gegen Staat und Justiz. Noch leidvoller erfahren viele Bürger Islamisierung der Justiz. Für Muslime gibt es offenkundig überall Sonderrechte. So wird bei Muslimen etwa die Polygamie anerkannt. Sagen Sie mir, wollen wir das? Mit Hilfe prominenter Redner schafft es Pegida, dass im Januar in Dresden knapp 25.000 Menschen auf die Straße gehen. Die islamfeindlichen Marschierer sind den Gegendemonstranten zeitweise an Zahlen weit überlegen. Im Westen hingegen kann die Bewegung nicht richtig Fuß fassen. Bonn. Hier treffen wir einen prominenten Gastredner der lokalen Pegida-Sektion. Auch er ist Bestsellerautor, Akif Perinci. Sein Werk Deutschland von Sinnen bringt es bis heute auf knapp 200.000 verkaufte Exemplare. Es ist der Frust von Pegida in Buchform, eine geballte Ladung Zynismus gegen Homosexuelle, gegen Feministinnen und immer wieder gegen Muslime. Die Gefahr ist einfach, dass diese Leute allein durch die Demografie, ja, in der Überzahl sein werden und uns mit ihrer Religion ersticken werden. Und zwar gar nicht mal durch Gewaltakte oder sowas, einfach durch ihr Vorhandensein. Pirinchis Werk markiert eine diffuse Mischung aus Tabubrüchen und fremdenfeindlicher Agitation. Er ist Kind türkischer Einwanderer, sucht die Provokation. Auch im Gespräch mit uns, wenn er auf syrische Bürgerkriegsflüchtlinge zu sprechen kommt. Das sind alles Moslems. Ja? Es gibt auch nicht so die guten Moslems und die bösen Moslems. Ja, das ist alles ein Comic, das ist Mickey Mouse. Ihre scheiß Religion ist es. Ihre Kinder sind es, die sie umbringen. Ihre Denke, ja? Ihre Denke ist es. Und dann hier hinkommen und sagen, die schlagen uns. Ja, das ist so wie auf dem Schulhof. Man weiß nie, wer dort angefangen hat mit der Klopperei. Populisten, Rechtspopulisten und erst recht Rechtsextreme mobilisieren gegen Feinde, die sich selbst zurechtmachen. Und je zurechtgemachter sie sind und je vereinfachter sie sind, desto wirksamer wird das für einen bestimmten Teil der Bevölkerung. Perinci ist bei der Pegida-Kundgebung auf Einladung von Melanie Dittmer, einer selbstständigen Veranstaltungskauffrau und Fotojournalistin mit neonazistischer Vergangenheit, unter anderem bei der NPD-Jugend. 2001 zieht sie sich aus der politischen Arbeit zurück. 2014 wird Dittmer wieder aktiv, steigt bei Pegida ein. Am 15. Dezember 2014 meldet Melanie Dittmer eine der ersten Veranstaltungen von Pegida im Westen an. Bogida heißt Pegida hier. Die Bonner sollen gegen die vermeintliche Islamisierung des Abendlandes auf die Straße gehen. Dittmer und ihr Zugpferd Akif Perinci wollen die Massen mobilisieren. Deutsche, dies ist euer Land. Es gehört keinem anderen als euch. Dittmer steht für die Öffnung nach ganz rechts außen. Wir sind das Volk und wir sind verschiedene Gruppen. Und wir bilden jetzt mal so langsam eine patriotische Einheitsfront, egal woher die Leute kommen. Mir ist das völlig egal. Und ich distanziere mich auch von niemandem, der heute hier ist. Da habe ich nämlich keinen Bock drauf. Das klingt wie eine offene Einladung an Neonazis. Also der Szene, der Dittmer in ihrer Jugend verbunden war. Sie wird zur ersten offiziellen Sprecherin von Pegida in Nordrhein-Westfalen
Zeitgleich sitzt sie im Vorstand der sogenannten Pro-Bewegung, einer rechtspopulistischen Kleinpartei im Land. Viel offener als im Osten tun sich im Westen Mitglieder rechter Organisationen als Triebfedern von Pegida hervor. In Bonn wiegelt Publizist Michael Mannheimer auf. Schauen Sie sich Städte wie Stuttgart oder München an. Pro Tag kommen 100 bis 200 Schwarzafrikaner hierher, die in Dresden und Berlin in der letzten Woche kollektiv geschrien haben: Wir werden euch alle töten, auf Französisch und Englisch, und sie meinen uns. Wollt ihr das? Das sind sehr, sehr bedenkliche rassistische Motive, die hier mobilisiert werden und die mit der Realität ja nun wirklich gar nichts zu tun haben. Wenn Sie vielleicht daran denken, wir haben 200.000 Flüchtlinge von 82 Millionen, also das liegt ja fast im Promillebereich. Das heißt, die Annahme, da würde wirklich irgendetwas überflutet, ist natürlich völliger Unsinn. Die Mobilisierungserfolge von Pegida verunsichern die Politik. Die Bundeskanzlerin findet in ihrer Neujahrsansprache ungewöhnlich scharfe Worte der Distanz. Folgen Sie denen nicht, die dazu aufrufen. Denn zu oft sind Vorurteile, ist Kälte, ja sogar Hass in deren Herzen. Nicht nur die Kanzlerin warnt vor Pegida. Die meisten Politiker wollen mit der Bewegung nichts zu tun haben. Gemeinsam gegen etwas zu sein, reicht nicht. Das reicht nicht für eine Gemeinsamkeit. Man muss eine gemeinsame Idee haben, wie das Land besser werden kann. Aber es gibt auch andere Reaktionen. Dialog, wie er in der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung stattfindet. Hierher werden Teilnehmer von Pegida-Veranstaltungen geladen und ihre Kritiker. Wir sind mit dem Direktor der Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen verabredet. Seit Monaten ermöglicht er in seinen Räumen das Gespräch und wird dafür scharf kritisiert. Frank Richter, ein Mann, der selbst aus der Widerstandsbewegung der DDR kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man in einer offenen demokratischen Gesellschaft so viele Menschen einfach mal so ignoriert. Das, was die Menschen auf die Straße treibt, muss man politisch weder dramatisieren, aber eben bitte auch nicht bagatellisieren und schon gar nicht ignorieren. Man muss es einbinden in den offenen demokratischen Diskurs. Unter den Gästen, die in der Landeszentrale den Dialog suchen, ist der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel. Wenn auch nur als Privatmann, wie er sagt. Die Menschen, die dorthin gehen und die Sorgen haben und die verärgert sind über die Politik, natürlich muss man mit denen reden. Ich meine, was gibt es in der Demokratie anderes an Mitteln, außer miteinander zu sprechen? Dialog mit den Islamfeinden von Pegida? Gabriel bekommt reichlich Gegenwind, auch aus den eigenen Reihen. Doch welcher Umgang ist der richtige? Manche Menschen entscheiden sich zu demonstrieren. In Dresden und anderenorts formieren sich die Pegida-Gegner. Für die meisten ist ein Gespräch mit deren Anhängern nicht vorstellbar. Dabei bewegen die Themen beide Seiten. Multikulti und Weltoffenheit auf der einen, Ängste vor Fremden, vor allem dem Islam, auf der anderen Seite. Pegida erreicht auch den Süden Deutschlands. In München treffen sich die Organisatoren von Bagida, der Bayern gegen die Islamisierung des Abendlandes. Treibende Kraft ist Michael Stürzenberger, einst Pressesprecher der Münchner CSU. Heute ist Stürzenberger stellvertretender Bundesvorsitzender der Rechtspartei Die Freiheit. Stürzenberger wirft seiner alten Partei, der CSU, Feigheit im Umgang mit dem Islam vor. Ich weiß es, ich war selber früher in einer etablierten Partei, in der CSU München als Pressesprecher. Ich weiß, sie wollen es nicht ansprechen, weil ihnen das Eisen zu heiß ist. Man hat die nackte Angst, dass Hunderttausende Schläfer erwecken
könnten, wenn der Islam kritisiert wird, und dann überall Anschläge machen. Selbstmordanschläge, Bombenanschläge, die jetzt noch vereinzelt stattfinden. Lassen Sie diese Anschläge mal systematisch massenhaft stattfinden. Dann ist hier in Deutschland, in Europa, die Apokalypse. Die absolute Apokalypse. Wer Deutschland nicht mag, soll Deutschland verlassen. Wer Deutschland nicht mag, soll Deutschland verlassen. Stürzenbergers Themen sind immer gleich. Ob als Redner bei den Hooligans von Hogesa oder bei Pegida. In München hält sich der Zuspruch in Grenzen. Gerade mal 300 Teilnehmer sind beim 6. sogenannten Münchner Spaziergang auf der Straße. Wir wollen keine Salafisten-Schweine. Jeder Moslem, der zuschlägt, hat kein schlechtes Gewissen, weil er sagt, mein Gott befiehlt es mir ja. Genauso befiehlt mein Gott, dass er der Höherwertige ist und die Minderwertigen, die Kuffar, ja, sämtliche Ungläubigen, unterwerfen soll. Denn Islam bedeutet Unterwerfung. Wollt ihr das in Deutschland? Nein! Stürzenbergers Aktivität interessiert inzwischen die Verfassungsschutzbehörde. Rubrik Rechtsextremismus. Ein Vorwurf? Das Verletzen der Menschenwürde von Muslimen. Aus Islamkritik wird Hetze. Christen, Buddhisten, Juden, alle, die verfolgt sind vom Islam, herzlich willkommen. Die wirklich Asylberechtigten, das sind die, die ihres Lebens bedroht werden, und die wirklich, die können herkommen. Ein Moslem wird normalerweise in einem islamischen Land nicht bedroht. Und wenn sie innerislamische Kriege haben, sollen die Nachbarländer dafür sorgen, aber nicht Europa dafür bluten. Pegida, ein Bündnis der besonderen Art. Das sind besorgte Bürger, aber auch Rechtsextremisten, islamophobe Bestsellerautoren, frühere Anhänger bürgerlicher Parteien, aber auch fundamentalistische Christen, wie hier Mitte Januar in Duisburg. Als Organisator tritt Marco Carter Probach auf. Er gilt als Sympathisant des kriminellen Rockervereins Bandidos. Wir geben jetzt keine Interviews, dankeschön. Auf der Bühne aber auch ein Funktionsträger der Alternative für Deutschland. Und ich war neugierig, was hier passiert. Und ich stehe vor euch. Auch ein katholischer Priester spricht. Wenn ich mich nicht irre, haben die Christen Europas schon fast 1400 Jahre gegen den Islam kämpfen müssen, weil er in Europa eingefallen ist. Ja, immer wieder hat sich Europa verteidigt, hat sich die Christenheit verteidigt. Und jetzt, seit etwa 20, 30 Jahren, sollen wir das nicht mehr tun? Gehört denn der Islam zu Deutschland? Inzwischen hat die katholische Kirche für Paul Spätling ein Predigtverbot erlassen. Ein unmögliches Wort, was die Frau Merkel dort gesagt hat. In der Tat ist es neu, dass es diese Kombination von christlichen Fundamentalisten, AfDlern, Rechtsextremen gibt, die im Schatten der Pegida neue Chancen sehen, ihre Aggression, ihr Ressentiment, ihr Sündenbockverhalten breiter in der Öffentlichkeit zu platzieren. Pegida wächst scheinbar unaufhaltsam. Und ein Terroranschlag scheint den Islamkritikern recht zu geben. Beim Angriff auf das Satiremagazin Charlie Hebdo in Paris sterben Januar 2015 12 Menschen. Auch in Kopenhagen gibt es Todesopfer. Diesmal bei einem Anschlag auf einen Mohammed-Karikaturisten. Angst vor islamischem Terror und Parallelgesellschaften. Europaweit Wasser auf die Mühlen der Islamhasser. In dieser aufgeheizten Stimmung reist Melanie Dittmer nach Paris. Wir begleiten sie mit der Kamera. Dittmer wurde von der rechtsradikalen Gruppe Résistance Républicaine nach Paris eingeladen, die dem Front National nahesteht. Dittmer soll auf einer Kundgebung eine Rede halten. Doch aus Sicherheitsgründen verbietet das Innenministerium die Veranstaltung. Was bleibt, ist eine Pressekonferenz im Souterrain eines Hotels. Dittmer erscheint in schusssicherer Weste. Hier möchte sie die grenzübergreifende Zusammenarbeit vertiefen und eine Art anti-islamische Internationale schmieden.
Mélanie est une jeune militante. Nous avons vu ses capacités d'organisation. Nous avons vu comment elle sait animer une manifestation. Die gemeinsame Schnittmenge sollte die Kritik am Islamismus sein. Und das ist auch mein Appell an ganz Europa. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass die Pegida-Bewegung jetzt auch Zulauf findet und aufgebaut wird halt in Belgien, in der Schweiz, in Österreich, in Frankreich und in Italien. Ich hoffe, dass es da ähnlich groß wird wie in Deutschland. Einer der Organisatoren ist Pascal Ilou, ein Franzose mit marokkanischen Wurzeln. Seit Jahren ist Ilou im Internet gegen den Islam aktiv. Diese Bewegung Pegida interessiert uns wirklich, weil Pegida ist für mich das. Das heißt, eine Bewegung der Völker, die Nein sagen als einer Politik. Unsere Politiker vielleicht sehen die Gefahr vom Islam nicht, noch nicht. Aber die Völker, glaube ich, die fühlen das. Die wissen ganz genau, dass etwas schief geht. Indem sie vom Islam reden und nicht von Muslime. Muslime können moderat sein, aber Islam ist nie moderat gewesen und wird nie moderat sein. Islam leider ist auch eine totalitäre Ideologie. Pauschale Vorurteile gegen eine Religionsgemeinschaft? Im Internet allgegenwärtig. La jeunesse est notre politique. Ne vous méprenez pas, ceci n'est pas un simple manifeste, c'est une déclaration de guerre. Uns offenbart sich ein regelrechtes Netzwerk, europaweit organisiert, angetrieben von der Feindschaft gegen Muslime. Und überall erscheint die deutsche Pegida-Organisation als eine Art Vorbild. Wien, Februar 2015. Wir besuchen die erste Pegida-Demonstration Österreichs. Tausende Polizisten sollen hier Ausschreitungen verhindern. Es werden Zusammenstöße zwischen Pegida-Anhängern und Gegendemonstranten befürchtet. Die Parolen sind die gleichen wie in Deutschland. Unsere Politiker in Österreich haben eigentlich viel verschlafen. Und es ist in Österreich Taktik, etwas, was unter der Decke brodelt oder was in der Bevölkerung brodelt, zu verschweigen, bis es ein großes Problem wird. Wir merken, dass es immer ärger wird mit der Ausländerproblematik. Also man sieht immer mehr Islamisten und immer mehr Kopftuchweiber. Und jetzt kommen noch die die Flüchtlinge aus Syrien sind Araber und das ist ganz fremd, also kulturfremd. Und die gehören einfach nicht nach Europa. Die Provokationen von Pegida beinhalten gesellschaftlichen Zündstoff. Rechts gegen links, eine offene oder geschlossene Gesellschaft. Umfragen, auch der Friedrich-Ebert-Stiftung, zeigen einen tiefen Riss in Europas Bevölkerung. Und Pegida polarisiert weiter. Anmelder Immanuel Nagel steht im Rampenlicht, kommt aus der Kulturszene und war Vorsitzender eines Vereins für Gothic-Musik und Bondage-SM. Doch mit der Presse hat der Mann, der selbst für freie Kultur eintritt, so seine Probleme. Es ist friedlich bei uns, es ist eine breite Bürgerbewegung. Lügenpresse! 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 Die Gefahr besteht schon, dass die Rechtspopulisten sich gegenseitig ein Stück weit stützen. Auch gerade deswegen, weil die Herausforderungen nicht weniger geworden sind. Was den gesellschaftlichen Ausgleich anlangt, arm gegen reich. Und der Rechtspopulismus versucht daraus Kapital, aggressives Kapital des Ressentiments zu ziehen und damit einflussreicher werden zu wollen in Gesamteuropa, also in der EU, im Parlament. Wir begleiten Melanie Dittmer Ende Februar nach Rom. Über 20.000 Anhänger folgen dem Aufruf von Matteo Salvini, dem Generalsekretär der Lega Nord. Melanie Dittmer wurde eingeladen, um am Rande der Kundgebung auf einem Anti-Islam-Kongress aufzutreten. Als Botschafterin der Pegida. Eine Bewegung, auf die man auch in Italien neugierig ist. Die sind auch gegen die Europäische Union. Und das ist genau das, wogegen ich auch bin. Und darum bin ich heute auch hier und unterstütze das mit. Wieso sind Sie gegen die Europäische Union?
weil er über die Köpfe der Deutschen und der freien Völker hinweg bestimmt wird. Und wir sind für Souveränität. Jedes Volk sollte für sich selbst entscheiden, eine eigene Währung haben und eine eigene Kultur. Auch in Italien verwischen die Grenzen zwischen Populisten und Extremisten. Einendes Band sind einmal mehr offener Nationalismus und eine schroffe Islamfeindschaft. Wir entdecken auf der Demonstration auch den gewaltbereiten Arm italienischer Neofaschisten. Erkennbar an der roten Flagge mit der schwarzen stilisierten Schildkröte. Das Schreckensbild vom islamistischen Kopfabschneider. Ein beliebtes Motiv. Hier dient es auch als Drohung gegen uns Reporter. Auf dem Anti-Islamisierungskongress wirbt Melanie Dittmer für Pegida und sucht nach weiteren Unterstützern. Das ehemalige Lega Nord-Mitglied Mario Borghesio versucht sich als Stimmungsmacher. Heute ist er ein parteiloser Europaabgeordneter und auch auf der Suche nach Verbündeten. Da kommt Dittmer gerade recht. Our freedom is a European thing, so I say raise a right fist against the politicians over us. Wir haben mittlerweile eine europäische Vernetzung. Es gibt Pegidas in ganz Europa. In Italien sind schon Demonstrationen mit mehreren 10.000 gelaufen. Wohin die Reise dann geht, ob man da dann je nach Landesrecht verschiedene Parteien dann versucht, über den parlamentarischen Arm zu bekommen, können wir jetzt noch nicht sagen. Pegida und Rechtsextremismus sind unterschiedliche Phänomene, aber die einen spielen den anderen, auch wenn sie es zum Teil nicht wollen, Spielräume zu. Pegida erlaubt im Schatten, dass Rechtsextreme stärker werden. Rechtsextreme forcieren Argumente innerhalb der Pegida und radikalisieren sie. Pegida. Überall in Europa sprießen neue Ableger. Doch längst nicht jede Neugründung wird zum Erfolg. In Österreich kommt die Bewegung kaum über einige hundert Teilnehmer hinaus. Unsere Beobachtungen zeigen, starke rechtspopulistische Parteien sind kein Garant für den Erfolg von Pegida. Und auch im Mutterland Deutschland gerät Pegida ins Straucheln. Verantwortlich dafür sind Details des Gründers Lutz Bachmann, die an die Öffentlichkeit kommen. Auf seiner Facebook-Seite posiert er als Hitler. An anderer Stelle postet er rassistische Kommentare, in denen er Flüchtlinge als Gelumpe und Dreckspack tituliert. Und als Viehzeug. Aussagen, die Bachmann heute herunterspielt. Die Sachen, wo ich Luft abgelassen haben soll, die auch im Internet aufgetaucht sind, da die Screenshots, die sind ja weit vor Pegida entstanden. Da braucht man überhaupt nicht nachdenken. Sind dann irgendwie verfälscht, dort wiedergegeben worden, aus dem Zusammenhang gerissen etc. Es kommt zum offenen Bruch. Die Sprecherin von Pegida, Katrin Oertel, lädt zur Pressekonferenz. Sie verkündet die Abspaltung der gemäßigten Vorstandsmitglieder von Bachmann. Der Versuch einer neuen Positionsbestimmung, rechts, aber eindeutig demokratisch. Wir möchten konservativ sein, aber ganz klar möchten wir uns rechts neben der CDU positionieren. Und auch an anderen Orten scheitert Pegida, wie in Frankfurt am Main. Tausende teilweise gewaltbereite Gegendemonstranten stellen sich dem kleinen Pegida-Grüppchen um die christliche Fundamentalistin Heidi Mundt entgegen. Es gelingt Pegida in Frankfurt nicht, die Massen zu mobilisieren. Bereits Wochen zuvor, Anfang Januar, stößt Pegida in Köln auf massiven Protest. Ein Bündnis aus über 40 gesellschaftlichen Gruppierungen blockiert die geplante Demonstrationsroute. Die Nerven liegen bei den Veranstaltern blank. Pegida-Sprecherin Dittmer entrüstet sich über einen angeblichen Anwerbeversuch durch den Verfassungsschutz. Bitte mal ganz kurz in Ruhe. Auf solche Leute, da scheiß ich und da hoffe ich, dass sie ganz schnell wachsen. Wunderbare Rede, Melanie. Wir
wir scheißen nicht auf unseren Verfassungsschutz, den haben wir natürlich da, um das klarzustellen. So einfach ist das. Der ist dafür da, dass er uns schützt. Aber nicht vor Melanie! Es folgen interne Streitereien. Dittmer wird als Sprecherin abgelöst. Und dann ein weiterer Rückschlag. Die katholische Kirche löscht die Dombeleuchtung. Pegida muss sich im Dunkeln treffen. Ein sichtbares Zeichen dafür, dass die Bewegung nicht den Anspruch erheben kann, im Namen der Kirche das Christentum gegen den Islam zu verteidigen. Wir treffen den Verantwortlichen, den damaligen Dompropst Norbert Feldhoff. Es gibt einen Kern, der die Initiative ergriffen hat. Der ist fremdenfeindlich, der ist rechtsradikal. Aber es gibt die große Menge von Mitläufern, die geprägt sind von Angst vor dem Islam. Angst, Sorge. Und diese Mischung, ein Kern, der genau radikale Ziele hat, und die große Menge von Mitläufern, das hat mir Sorge gemacht. Und meine Hoffnung war, dass vielleicht durch unsere Aktion auch die Mitläufer nachdenklich werden. Pegida, der Zenit scheint überschritten. Im Westen kümmert die Gruppe vor sich hin, im Osten ist Pegida gespalten. Doch trotz der fremdenfeindlichen Ausfälle überlebt Bachmann den Skandal politisch. Die Abtrünnigen scheitern, Bachmann bleibt. Nach den Rückschlägen möchte Pegida im Westen wieder Boden gut machen. Am 14. März 2015 melden Salafisten in Wuppertal eine Kundgebung an. Veranstalter ist der radikal-islamische Prediger Sven Lau. Für Pegida eine willkommene Chance, Retter des Abendlands zu spielen. Die Organisation kündigt eine Großdemonstration gegen die Salafisten an. Als Stargast wird Bachmann geladen. Die Stadt im Alarmzustand. Doch schnell ist für uns klar, für Pegida wird die Aktion zur handfesten Blamage. Statt 2000 Demonstranten kommen nur wenige hundert. Darunter einige Rechtsradikale, aber vor allem Hooligans. Doch das irritiert den Pegida-Frontmann nicht. Wir sind hier in Deutschland, im Herzen Europas. Und hier, liebe Freunde, hat nur einer das Sagen, und das sind wir, das deutsche Volk. Gegendemonstranten werfen Eier. Die Hooligans scheinen nur darauf gewartet zu haben. Die Polizei untersagt den Marsch der Pegida-Anhänger zur Kundgebung der Salafisten. Die Stimmung heizt sich noch mehr auf. Es kommt zur offenen Konfrontation mit der Polizei. Mir passen manche Leute auch nicht, aber ich kann es nicht ändern. Wir können nicht mehr als das erwähnen. Und warum soll man auch solchen Leuten nie die Chance geben, gewaltfrei und friedlich zu demonstrieren? Und wenn die gewaltfrei und friedlich bleiben, dann ist doch alles in Ordnung. Dann darf das jeder. Dann sind auch die hier drüben gern willkommen hier. Aber gewaltfrei und friedlich. Ruhig bleiben, Leute. Ruhig bleiben. Leute, zurück! Die Polizei ist nicht euer Feind! Geht zurück! Die Polizei ist nicht euer Feind! Hiermit löse ich die Versammlung auf! Leute, alle Pegida-Spaziergänger hier rüber zu dem LKW. Die Veranstaltung ist aufgelöst. Das ist nicht mehr unser Problem, das ist das Problem der Wuppertaler Polizei. Heute gibt es Tote. Und das ist eine Sache, die würde in Dresden wahrscheinlich nie passieren, weil dort die Zusammenarbeit einfach mit den Behörden wesentlich besser funktioniert, anders funktioniert. Ich weiß nicht, ob das an der Landesregierung liegt, die ja bei uns immer noch CDU ist in Sachsen, und hier ist ja die Scharia-Partei am Start. Die Regierung hat also Schuld an den gewaltbereiten Pegida-Fans und an der Unfähigkeit der Pegida-Ordner, ihre eigenen Kräfte zu kontrollieren. April 2015. Wir fahren nach Dresden. Hier kann Bachmanns Pegida noch Massen mobilisieren. Und erstmals seit vielen Jahren wird eine deutsche Bürgerbewegung als Partner großer europäischer Rechtsparteien ernst genommen. Ein Stargast kommt, der Vorsitzende der niederländischen Rechtspartei PVV. Heißt mit mir herzlich willkommen Philipp Wiedes!
Und über 10.000 Zuhörer jubeln dem Rechtspopulisten zu. Hallo Deutschland! Es ist nichts falsch daran, zu wollen, dass Deutschland weiterhin frei und demokratisch bleibt. Es ist nichts falsch daran, unsere jüdisch-christliche Zivilisation zu verteidigen. Es ist unsere Pflicht. In meinen Augen seid ihr alle Helden. Ihr seid heute Abend hier mit mir vereint, weil wir Pegida sind. Wilders präsentiert sich als redegewandter Politprofi mit Ambitionen. Er weiß um die Bedeutung von Pegida. Denn bislang hat Deutschland keine große rechtspopulistische Partei im Land, wie sie viele andere europäische Länder haben. Pegida könnte ein idealer Bruder im Geiste werden, um europäische Koalitionen zu schmieden. Nicht alle Muslime sind Terroristen, aber die meisten Terroristen sind Muslime. Und wir sind besorgt, weil wir wissen, woraus sie ihre Inspiration beziehen. Wir kennen das Buch, das sie lesen. Liebe Freunde, auch die Muslime rufe ich auf, befreit euch von den Fesseln des Islam. Verlasst den Islam und wählt für die Freiheit. Die Brücke zwischen Islam, Islamismus und Terrorfaschisten des Islamischen Staats werden ineinander geschoben. Und diese falsche Mobilisierung gegen den Islam als Islam, gegen die Muslime im Nachbarort oder in der Nachbarschaft, hat eine gewisse, leider, Attraktivität. Danke. Welche Zukunft aber hat Pegida in Deutschland? Ewig weiter demonstrieren? Oder der Marsch durch die politischen Institutionen? In Dresden kandidiert jetzt die frühere AfD-Politikerin Tatjana Festerling für die Oberbürgermeisterwahl. Es muss sich natürlich was ändern und das geht auf der Straße nicht, weil wir haben keine parlamentarische Legitimation für irgendetwas zu ändern hier. Grundsätzlich am Anfang die Idee war, die Politik darauf hinzuweisen, dass es ein Vakuum gibt zwischen Politik und Bürgern. Man braucht auch als Bürgerbewegung einen Arm irgendwo in Parlamente oder irgendwohin. Deswegen jetzt unsere Unterstützung für die Frau Festerling als Kandidatin hier als Oberbürgermeisterin. Frau Festerling ist jetzt kein Pegida-Kandidat, ist sie nicht, das ist eine Einzelkandidatin, die natürlich unsere volle Unterstützung hat. Guten Tag, Dresden! Hallo! Liebe Widerstandskämpfer und Freiheitsliebende, ich danke euch aufrichtig für euer Vertrauen. Ja, ich nehme diese Nominierung an. Ich mache es! Ein halbes Jahr Pegida und ein erstes Resümee. Der islamfeindlichen Bewegung ist es gelungen, konservative Bürger mit Hooligans und Rechtsradikalen auf der Straße zu vereinen. Über die Zukunft der Bewegung wird nun der nächste Schritt entscheiden. Gelingt den Islamfeinden der Sprung in die Parlamente?